Let's Play Mafia 2 und wir sind im DLC Joey's Adventures und wir brauchen eine Mission und da sehe ich doch schon was, ein E-beleuchteter heraus. Wir sind bei 79% Spielfortschritt und Bordell. Das klingt absolut nicht interessant, nein, auf keinen Fall. Wir sind hier in unserer Schrottkarre unterwegs, die wir irgendwann mal aufgegabelt haben. Nachdem wir die ganzen geilen Autos ja leider irgendwo haben stehen lassen. Und ich habe direkt natürlich wieder die falsche Abfahrt genommen. Wie kann das auch anders sein? So. Oh. Und ich bin ja mal gespannt, wie das Finale aussehen wird. Ob es überhaupt eins gibt im klassischen Sinne. Denn da die Missionen ja sowieso alle so für sich stehen. Und es ja jetzt wirklich an Zwischensequenzen etc. fehlt, bin ich doch schon mal gespannt, ob es überhaupt so eine klassische Finalmission geben wird, ob es einen Bosskampf geben wird, irgendwie sowas in der Art. Ey. Ich hab dir doch nur die Vorfahrt genommen. So, und hier sind wir anscheinend richtig. Uiuiui. Der Garten Eden. Bordell. Die letzten paar Jobs liefen alles andere als geschmiert. Irgendwas ist hier faul. Ich muss unbedingt ins Bordell mit Rocco und Eddie quatschen. Außerdem muss ich dringend was trinken. Fahr auf einen Drink ins Bordell. Du hast ihn dir verdient. Da bin ich ja schon. Und hallo. Wir reden mit Eddie. Und schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Hier vielleicht irgendwo noch ein Pornoheftchen für uns zu finden. Der möchte nicht mit uns sprechen. Ja, das war ganz schlau. Na komm. Da schnarcht einer rum. Der genauso aussieht wie der andere Türsteher. Aber das hat man ja leider auch relativ oft in dem Spiel. Na hallo. Naja. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Ach schade, hier kommt man nicht hinter. Hier hätte ich sonst natürlich so ein Heftchen zum Beispiel vermutet. Was wäre naheliegender als das? Und man kann ja auch mit niemandem so richtig reden. Ein paar Schnösel, ein paar Bodyguards und ein paar leicht bekleidete Damen. Bisher kein Schmuddelheftchen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh. Was ist denn hier? Ach, hier ist irgendwo Eddie, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir schauen uns erstmal weiter um. Genießen die Aussicht. Hübsch gemacht, die Bühne. Da hinten mit der Skyline, dem Nebel, dem Piano, Klavier, was auch immer. Oh, kommt man hinter die Bar? Oh ja. Kann den Laden bestimmt auch ausräumen, wenn man das möchte. Ah, hier kommt man auch durch die Tür. Das ist schon mal interessant. Geht aber auch in Richtung Eddie. Ich möchte noch nichts auslösen. Lieber schaue ich mich noch etwas um. Hier gibt es aber auch nichts. Wahrscheinlich bin ich sogar schon total offensichtlich an irgendwelchen Schmuddelheftchen vorbeigelaufen. Ah, da hinten sieht es auch aus nach Eddie. Hier komme ich doch bestimmt irgendwo durch oder auch nicht. Gut, dann gehen wir nochmal zurück und schauen uns nochmal die anderen Räume an.
Zuerst den, weil der ist jetzt hier gerade um die Ecke. Wir haben kein Spiegelbild, oder? Doch, haben wir. Ich wollte schon sagen, das wäre ja komisch. Spiegel, aber kein Spiegelbild. Aber irgendwie gibt es hier leider nicht allzu viel zu entdecken. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, wäre eine Schießerei. Und dass man dann die Räume zum Rumschleichen braucht. Wäre jetzt nichts allzu Überraschendes. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu finden. Und wenn, dann werde ich es nicht entdecken auf die Schnelle. Oh, hier geht es noch hinter die Bühne. Hier ist die schöne Skyline. Oh, und ich habe den Stuhl umgeworfen. Und die Dame lässt sich nicht stören. Und auch sonst die Gäste nicht. Erstaunlicherweise. Na gut. Ich mache mich mal aus dem Staub. Hier war ich gerade schon, da gibt es auch nichts. Dann gehen wir also einmal um die Ecke. Hey Joe. Hey Leute. Wie war's? War kein Honiglecken, das sage ich euch. Es war ein Hinterhalt. Okay, okay, darüber reden wir später. Entschuldigt mich kurz mal, Leute. Joe, hol uns doch noch eine Runde. Alles klar. Na, um Himmels Willen. Leg die Schweine auf! Ich kümmere mich um Carlo. Erledige die Kerle. Leck mich. War nichts mit Rache, was? Jo, los. Lass die Kerle ausschalten. Schwing die Hufe. Eine Schießerei in diesem Spiel, wie überraschend. Guter Schuss, Jax. Bam, von hinten. Scheiße, das war verdammt nochmal mein Lieblingspuff. Scheiße. Und Mann, man darf sich echt nicht zu sehr blicken lassen. Sie haben mich erwischt. Gib mir Deckung. Der steht mir voll im Weg. Na, wie fühlt sich das an? Einer ist da drüben noch. Schwere Fehler, Kleiner. Kommt her, ihr Schwanzlutscher. Na? Nein, jetzt muss ich auch noch nachladen. Ja, haben trotzdem noch die Rübe weggepustet. Ui, der ist angeschossen, der hat's erwischt. Verdammt, wie es hier aussieht. Gute Nacht, Idioten! Ich schaue mich trotzdem noch mal weiter hier um. Man weiß ja nie, was man sonst übersieht. Blödmann. Ah, das ist unser. Auch einer von uns. Sterben, Joe, und zwar alle. Hey, Moment, den hat's nicht erwischt. Doch, oder? Das war doch ein glatter Schuss in den Hinterkopf, würde ich sagen. Da liegt noch ein bisschen Muni. Wieso kann ich nicht nachladen? Ach, das ist eine andere Tommy Gun. Oh, es gibt unterschiedliche. Ja, ich kenne mich ja da leider nicht so aus. Ich bin ja absolut kein Waffenexperte. Au, au, au. Was? Nein. Oh nein. Dieser Hurensohn. Ich hab's
Leg die Schweine auf! Ich kümmere mich um Carlo. Erledige die Kerle. Kommt her, ihr Schwanzlutscher! Ihr seid tot, Joe. Los, wir müssen die Kerle ausschalten. Verdammt! Die müssen sterben, Joe. Und zwar alle. Also diese Waffe gefällt mir nicht allzu gut. Das gibt's ja nicht. Verdammt, wie es hier aussieht. Ach, ich nehme wieder meine Tommy. Kommt her, ihr Schwanzlutscher! Geh mir aus dem Weg! Was für ein Arschloch. Na, wie fühlt sich das an? Hier, du Drecksack! Ist der in der Ecke vom Kopf? Oder was auch immer. Kommt her, ihr Schwanzlutscher! Na komm. Sehr gut. Verdammt, wie es hier aussieht. Ah, ich wollte eigentlich Deckung. Jetzt. Okay. Kommt her, ihr Schweine! Nehmt das! Meine Herren, wie viele Schlüssel kann denn der davon einstecken? Ist ja unmenschlich. So. Versteckst du dich? Oh. Hab ich den jetzt erwischt, oder? Sie blockieren den Eingang. Scheiße. Wir müssen hier raus. Durch die Garderobe. Los, verschwinden wir. Worauf wartest du, Joe? Ha, ich hab's doch gewusst. Das war so klar. Teilen uns auf. Nimmst du die Bühne oder die Tür? Ich nehme die Bühne. Und pass auf dich auf. Los, leg den Wichser auf. Sie dürfen nicht entkommen. Guter Schlussdeck. Schwing die Hufe. Na, wie fühlt sich das an? Eieieiei. Die Mission gefällt mir sehr gut. Einfach weil es mal ein völlig anderer Ort ist. Ich puste dir die Birne weg. Die müssen sterben, Joe. Und zwar alle. Oh oh. Ich brauche auch was mit Wumms. Das zum Beispiel. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Mist. Okay, schnell nachladen und weiter geht's. Die hinten müssen ja hoffentlich ein bisschen Muni mit dabei haben. Sehr gut. Kommt her, ihr Schwanzlutscher! Und... dann laden wir erstmal schön durch hier. Kommt her, ihr Schweine! Oh. Genau so! Ach du Trottel! Komm schon, bevor mir ein Bart wächst! Sehr schön. Mama mia! Hier bin ich. Ups.
Na los, Joe, wir müssen hinterher. Okay, geh da rein und mach sie alle. Willst du mir nicht helfen? Jemand muss doch hierbleiben, falls noch mehr aufkreuzen. Hör zu, tu es einfach, dann tue ich auch was für dich. Das kannst du mir glauben und jetzt leg los. Den Fettsack um. Tja, vor wenigen Minuten habe ich noch gesagt, es gibt in dem Spiel keine Zwischensequenzen. Und jetzt das. Oh, aber den Level kennen wir doch, würde ich behaupten. Da haben wir doch, glaube ich, im Hauptspiel schon mal etwas Zeit verbracht mit den ganzen Säulen hier in diesem bebauten Gebäude. Ja, das kommt mir erst sehr bekannt vor. Aber hier, lieber Level Recycling als gar keine anderen Schauplätze. Beziehungsweise immer nur die einfachen Missionen in der Stadt. Von wo? Ach Gott, da muss man erstmal hinkommen. Ah! Lauf hinter ihn! Habe ich den erwischt? Ja. So, jetzt wird's interessant. Oh nein, 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 nein. Von wo? Besser die Treppe. Ich riskiere es jetzt einfach. Oh ja, das war der Fehler. Scheiße. Leg den Fettsack um. Wenigstens gibt es jetzt Cutscenes und faire Save Points. Zu viel Luxus auf einmal. Ah, ich könnte mich dran gewöhnen. Okay, wo ist da noch einer? Sehr schön. So, wie mache ich das jetzt am besten? Vielleicht so? Eieiei. Jetzt hab ich dich. Okay, ich glaube, den habe ich noch nicht ganz erwischt. Oh, wie cool die Antäuschen teilweise und dann doch nicht rauskommen. Nein! Oh, wie mies. Leg den Fettsack um. Stehe ich mich denn wirklich so blöd an? Müsste jetzt ja noch einer drüber kommen, theoretisch. Oder habe ich den schon? Na, da ist noch. Die Kamera ist
echt zu verzweifeln teilweise. Moment, ich muss kurz nachladen. So. Was ist er denn? Der muss doch hier noch sein. Der habe ich dann noch nie erwischt. Oder? Doch, den habe ich erwischt. Okay, nochmal. Diesmal hinter einer anderen Säule. Na, den hätte ich immer noch nicht, oder? Jetzt aber. Okay, komm. Hier oben noch irgendwo einer. Komm schon, wo bist du? Da schon mal nicht. Aber so viele Möglichkeiten gibt es auch da gar nicht. Ja, dann das Case wohl. Oder übel. Hä? Ich sehe ihn immer noch nicht. Wahrscheinlich sehe ich ihn dann, wenn es schon zu spät ist. Sind sie irgendwo hier dahinter? Ah, oder da hinter der Ecke. Die Frage ist nur, wie ich dorthin kommen soll. Mist. Ich nehme mal die andere Seite. Vielleicht komme ich ja dann dort komplett rum. Oh shit. Fuck, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe gerade gar nicht damit gerechnet. Da ist er doch, oder? Nee. Oh Gott, ich sehe schon Dinge, wo sie nicht sind. Hä? Oh nee. Ich will mich jetzt nicht erschießen lassen von dem. Sehe ich nicht mal mehr seinen Pfeil. Ah. Dafür seinen Fuß. Das macht's ja nicht. Oh oh. Na! Oh, nee. Ach, komm. Das ist schon wieder echt frustig. Na kommt, wo sind sie denn? Scheiße. Ah.
Na? Ach man, jetzt ist ja schon wieder in dieser blöden Stelle, wo ich nicht rankomme. Okay, das hat sich von alleine erledigt, das Problem. So. Ich probiere es jetzt einfach mal so relativ offensiv hier. Und werde direkt bestraft dafür. Wieso können die denn ohne zu zielen hier drüber schießen? Ich will das auch können. Oh Gott. Der hat's noch nicht. Ich sehe noch seine Waffe. Was? Jetzt aber. Ah, den zu treffen wird schwierig. Ich habe einen Glücksschuss. Ja, es gibt immer so einen Mikrometer, auf dem ich ihn treffen kann. Ha! Das hat sogar geklappt. Allerhand. Oh Gott. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die spannendste Mission, auch wenn sie an sich viel Potenzial für actiongeladene Schießereien hatte. Aber ich gehe lieber etwas vorsichtig vor, als jetzt hier mich durchzuballern. Denn das wird doch eh nichts, wie ich mich kenne. So, wo ist denn die schöne Shotgun? Da ist sie. Denn die scheine ich jetzt zu brauchen. Komm her, du Arschloch! Nein, 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 nein. What the hell? Da kann ich ja froh sein, dass ich mich nicht selbst hochgejagt habe, weil das hätte ja theoretisch passieren sollen anscheinend. Okay, das ist ein Stückchen weiter als gerade. Oh Mann. Boah, ich bin sowas von angespannt. Das ist eine richtig gute Mission. Sandwich. So gefällt mir das. Ein Spiel mit Sandwich. Moment, das war wohl nicht hier, oder? Hä, wo sind die? Sind sie über mir? Ich glaube, die sind auf meiner Etage. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich will nicht sterben. Bitte. Oh, ich habe den Fall schon gelatzt. Das tut mir verdammt leid. Was? Wieso? Scheiße. Jetzt aber. Oh Mann, das tut mir echt leid, dass ich den gerade umgeballert habe. Und er sagt noch, er will nicht sterben. Ah, der wäre also so oder so gestorben.
ich schon die Granate geworfen in dem Safe Game? Yep, habe ich. Verdammt. Oder ne, 1 von 0. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Das hätte ich bestimmt schneller erledigen können. Ich habe nur noch nach der richtigen Waffe gesucht. Ach, das läuft alles nicht so rund. Ich hätte sie bestimmt retten können. Ich glaube einfach fest an die Illusion. Mal schauen, ob es auch so ist. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um, vielleicht findet man noch was Nützliches. Sieht aber nicht so aus. Nee. Ich glaube nicht so richtig. Was ist hier unten? Ach, warte mal, von hier bin ich doch gekommen, oder? Nee, kann eigentlich nicht sein. Oh, Kacke. Ja, Leerzeichen, um über Hindernisse zu klettern. Dazu müssten sie jetzt noch so liegen, dass ich auch drüber kann. Ah, Safe Game. Das heißt bestimmt, ich krieg gleich Fett auf den Sack. Hey, Barbara! Ah, da oben. Ich geb dir Deckung, geh! Hast du Schießwichser? Gott, wo ist denn? Oh, da muss die Laterne doch sein. Geht's doch gar nicht. Boah, wie gut das gemacht ist mit dem Licht, aber ich traf's beim besten Willen nicht. Ah! Endlich. Eieiei, aber echt ein cooles Element. Das gefällt mir sich, richtig gut. Was? Ich wollte schon sagen, der hält verdammt viel aus. Zu viel. Für meinen Geschmack. Der muss doch hier hinter der Säule stehen, oder? Ne, da hinten. Doch nicht? Na, wo ist er denn? Haha.
Nein, nein, nein. Wow. Hey, 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 hey. Oh, mein Herz. Das geht gar nicht. Ich bin gerade so konzentriert und so angespannt. Wahnsinn. Was? Wieso ist der immer noch nicht tot? Ach ja, der hat eine schusssichere Weste. Die nützt ihm natürlich auch viel am Kopf. Ach nö, Leute. Hey, Barbara! Wo ist dein Bruder Francito? Okay, nochmal der ganze Spaß. Na, war das nicht der Typ mit dem Kopf aus Stahl? Okay. Na, na, na. Wirst du wohl nicht solche bösen Wörter benutzen? So, jetzt aber. Oh. Oh mein Gott. Boah, habe ich mich erschrocken. Scheiße. Scheiße, habe ich mich erschrocken. Okay, jetzt brauche ich am besten die Shotgun. Jetzt weiß ich ja schon, was kommt. Na los, mach den kalt. Puh, komm schon. Okay, den habe ich. Okay, 4 direkte Schüsse hat er jetzt schon vertragen. 5, 6, meine Herren. 7. Schüsse mit einer Schussweste. Normalerweise reicht eigentlich ein gut gezielter, würde ich behaupten. Von der Soundkulisse ist er ja auch sehr cool. Die Schritte auf dem Gerüst fetzen ziemlich. Und nach einem Sandwich geht's weiter. Verdammt, leg dir doch jemand um! Aber ist es nicht ziemlich genau wie die Hauptmissionen, die wir hier schon beim... Oder beziehungsweise die Mission, die wir im Hauptspiel schon mal gespielt haben. Das erinnert mich doch alles sehr stark dran. Von wo, von wo, von wo? Was zum Teufel? Ich hoffe, das war ein Save Point. Es war ein Save Point. Verdammt, leg dir doch jemand um! Puh. Ey, Heidewitzka.
Okay, ich brauche auch was mit Präzision. Verdammt, leg dir doch jemand um! Das habe ich ja noch gar nicht gehört, zum Glück. Tja, hätte man lieber noch einen Helm dazu tragen sollen. Was ist denn das? Die Hitboxen sind so beknackt. Man schießt im Geländer vorbei. Nein, du triffst natürlich nur das Geländer. Ah, und das bei dem Shooter. Verdammt, leg dir doch jemand um! Nee, das Spiel und ich, wir werden keine Freunde. Nicht wahr. Irgendwas. Es ist eigentlich die einzige Waffe mit Präzision. Naja, ja, ich nehme die. Aber wo soll ich denn noch hin? Ich würde mich auch mal zurückziehen, aber es bringt mir auch nichts. Hier komme ich auch nicht lang. Mal gucken, ob ich den so weit runter ziehen kann. Das ist natürlich cool. Was, da sind die Waffen durchgewechselt? Ohne Munition hätte ich natürlich etwas blöd dagestanden. Puh. Zwei Nervensinken bin ich los, aber es wird nicht gerade besser. Sind sie denn alle? Das ist alles gerade viel zu ruhig. Mensch, die Kamera ist ein riesengroßer Krampf. Eieiei. Hier liegt doch hoffentlich irgendwo ein Sandwich. Wenn es einen Gott gibt, dann schenkt mir ein Sandwich.
Das Zeichen deiner unglaublichen Liebe. Ja, den haben sie da aber geschickt hingestellt. Ich glaube, der steht da noch nicht mal wirklich. Ich sehe nämlich nicht. Komm schon, irgendein Sandwich. Sandwich? Irgendwo? Ich will jetzt nicht auf die letzten Meter sterben. Ah, was soll's. Der hat ja hoffentlich keine schusssichere Weste an. Wahrscheinlich läuft er eh nochmal weg. Oder so. Das ist ein Fehler, du Arsch. Wenn du einen Funken Ahnung hättest, was Carlo jetzt vorhat. Auch wenn ich es nur ungern tue, aber ich laber mal lieber zwischen die Musik. Nicht, dass es hier noch blockiert wird. Und oh Mann, wie cool das ist. Komm, bring sie mal wieder Sequenzen mit ins Spiel. Und ein paar abwechslungsreiche Locations macht es einfach wieder richtig Spaß. So wie die coolen Missionen im Hauptspiel. Wenn das durchgängig so wäre, der DLC, es wäre perfekt. Und das war das... Ach, das war das Finale. Deshalb... Glückwunsch, Just Joe's Adventures beendet. Jetzt kannst du alle Missionen noch einmal spielen, um deine Platzierung in der Bestenliste zu verbessern. Nur der beste Punktestand bei jeder Mission wird gespeichert. Ja, das war's also. Das war Joe's Adventures. Ja, wie ich gerade sagte, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Abwechslungsreiche Locations, Zwischensequenzen. Nicht so dieser Firlefanz durch zwischendurch, wo man dann selbst sich die Mission durchlesen muss und vorlesen muss. Und naja, höchstens mal eine Illustration dazu bekommt. Was ich auch während des Let's Plays schon mehrmals erwähnt habe, ich finde es einerseits gut mit den für sich abgeschlossenen Missionen, weil man dann auch mal länger Pausen machen kann und dann einfach wieder weiterspielt, ohne groß irgendwas verpasst zu haben. Andererseits wäre mir eine durchgängige Story im Hauptspiel deutlich lieber gewesen. Und ein paar Zwischensequenzen, ein paar mehr Zwischensequenzen, nicht nur zum Anfang und zum Ende jetzt. Denn wenn man sich überlegt, dass das die ganze Zeit so ein von Mission zu Mission geführt hätte, wie es ja auch im Hauptspiel wäre, das wäre doch perfekt gewesen. Einfach mehr vom Gleichen wäre eine super runde Sache gewesen. Aber naja, so finde ich es eher mittelmäßig bis gar nicht mal so gut. Aber wie gesagt, das Finale hat es jetzt nochmal ein bisschen rausgerissen für mich, sodass ich es in etwas besserer Erinnerung behalten werde, als ich es vielleicht sonst getan hätte. Und ich schaue jetzt mal, ob es hier noch irgendwelche anderen Missionen gibt. Theoretisch ja nicht. Wir haben es ja an sich abgeschlossen. Nein, gibt's auch nicht. Und ja. Was ich ja nochmal schauen wollte, hier oben ist ja irgendwo so ein Diner. Ich weiß nicht, welcher das ist. Es gibt irgendwo an einer Straße einen. So einen verruchten... Was könnte das Teil sein? Naja, ich wollte zu gern nochmal wegen der Schmuddelheftchen in der Gegend rumfahren. Deshalb komme ich gerade auf die Idee. Aber was soll's. Wir sind durch und ich werde mir entweder noch in der nächsten Zeit oder dann mit etwas Abstand noch die anderen zwei DLCs anschauen. Zumindest den ersten davon. Wir können mal kurz ins Hauptmenü gehen. Jo. Und zwar... Jimmys Vendetta und The Betrayal of Jimmy. Also erstmal The Betrayal of Jimmy, damit er sich dann in Jimmys Vendetta rächen kann, um das Ganze auch chronologisch anzugehen. Dort gibt es dann übrigens noch eine neue Tuning-Stufe für die Fahrzeuge, soweit ich weiß. Dann kann man sie wirklich erstmal auf Maximum bringen. Ich glaube, das ist dann ja Tuning-Stufe 3 oder 4. Ich weiß gar nicht, was jetzt bei dem DLC das Level-Cap quasi war fürs Tuning. Sei es drum, wir werden uns das früher oder später nochmal anschauen. The Betrayal of Jimmy, und wenn mir das dann gefällt
Und da, wenn ich das Gefühl habe, ja, das macht mir noch Spaß, dann werde ich das auch zu Ende spielen. Und wenn wir das dann erstmal durch haben, dann werde ich natürlich auch Jimmy's Vendetta spielen. Wie gesagt, ob das jetzt gleich sein wird, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke mal, ich werde erstmal was anderes angehen und das dann mit etwas Abstand bringen. Hatte jetzt auch eine lange Zeit Pause bei Mafia 2. Und auch wenn das so eine Hassliebe ist, ich habe es durchgezogen, ich habe den DLC durchgespielt, auch wenn ich oftmals sehr frustig war und ich glaube, es war auch nicht immer Spaß, mir dabei zuzusehen. Aber ich möchte mich da einfach auch gar nicht verstellen. Wenn mir ein Spiel nicht gefällt, dann zeige ich das. Oder wenn mir eine Szene nicht gefällt, dann zeige ich das. Und ja, wer mir zuschaut, der muss das einfach so hinnehmen oder es eben sein lassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, falls ihr bisher durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal dann bei The Betrayal of Jimmy oder einem anderen Solo- bzw. LPT-Projekt. Bis dann und tschüss.